Hallo Leute, ja, es geht weiter. Ich habe diesen komischen Nessie-Nussi-Typ besiegt und es geht einfach mal weiter hier. Ja, ich habe ihn besiegt, wie ihr eben bemerkt habt. Ja, ich habe jetzt Gold bestimmt. Ja, Gold. Und was habe ich jetzt davon, ihn zu besiegt zu haben? Okay. Puh, er hat sich wirklich beruhigt. Und was jetzt? Was? Ein weibliches Ding von... Ah! Hat er diese große Kreatur beschützt? Sie versteckt sich hier... Ah, sie versteckt sich hier die ganze Zeit. Siehst du, wie es in dieser Welt ihr immer neue Dinge zu finden gibt? Roxas, lass uns unser Abenteuer fortführen. Und die Welt erforschen. Okay, jetzt haben wir eine neue Metallisierungstafel bekommen. Und eine neue goldene Tafel. Alle Missionen und unbekannte Geheimnisse, wie sollen sie in deiner Welt sein? Das nächste Mal, jetzt momentan nicht. Warte, war das jetzt am Boss? Bist du sicher? Gehen wir weiter. Okay, das... Okay, neues Leben dazu, Verhängniskampfschmerz, okay. Wie viel Angriffsstärke hat es? Ach so, ja, okay. Also, wir sehen uns beim Wagnis Festung, da gibt es ja die nächste Zeitquest. Also, bis gleich. Okay, es geht weiter. Wir sind in der Waglis Festung. Und was gibt's hier? Irgendwas stand da, dass man irgendwas machen kann, das... Achso, hier ist es. Wir haben auf dich gewartet, Roxas. Wir sind die stärksten Truppen des Reiches. Aber unsere wahre Aufgabe ist es, den Besitzer des Buches der Prophezeiung zu besiegen. Das bringt mein Blut zum Kochen. Mein Monsterblut, meine ich. Pass auf, sie sind Monster. Roxas, es wird Zeit, sie zu beseitigen. Ja, es wird Zeit, sie zu beseitigen. Okay. So. Fick dich ins Knie. Was? Ihr wollt mich töten, oder was? Okay, wenn das so ist, mache ich einfach mal so. Vielleicht hilft das ja. Verdammt, es kommen mehr von denen. Es kommen immer mehr von denen. Okay, den töten wir da auch ganz schnell. Nein, das ging nicht mal so schnell. Okay. Ja, ich weiß es, dass ihr Monster seid. Schön für euch. Also nochmal das gleiche, nochmal. So. Jetzt schnell abhauen, sonst greift er mich irgendwie an. Und so. Okay, das haben wir jetzt auch geklärt. Den greifen jetzt an, weil den haben wir schon geschwächt. Jetzt greifen wir ihn an. Verdammt. So. Okay, immer schön Abstand halten von ihm. Und jetzt komm du. Okay, da kommen immer mehr von denen. Scheiße. So. Scheiße, es kommen immer mehr. Warte, den töten wir erstmal. Warte, der ist schon tot. Warte, den töten wir jetzt auch. Okay, der ist tot. Den töten wir als nächstes. Wenn es geht. Ach scheiße, ich dachte, ich gehe jetzt raus und dann muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Scheiße. Okay, jetzt bist du weg. Bist du jetzt auch weg? Ich hab gewonnen. Ja. Ja. Schwäche keine, immun alles außer Schwert, Faust. Steckst unter den Löwenrittern ist einem Dämon aus der Legende benannt. Seine Aura kann Angriffe abwehren, aber seltsamerweise hat er eine Schwäche für Hund. Lass ihn umkreisen, wird er von Angst erzittert. Also, das werde ich jetzt ganz schnell mal machen mit ihm. Also, bis gleich. Wartet mal. Jetzt, bis... Okay, ich habe es geschafft. Ich habe ihn jetzt einen hundefreien Balmazun irgendwas gemacht. Jetzt ist ein normaler Bastard, den ich jetzt ganz schnell umbringen werde. Jetzt ganz schnell umbringen. Okay. 12 Treffer haben wir bisher. Verdammt, ich brauche eine Karte. Verdammt.
Verdammt, okay, okay. Verdammt! So. So, 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 so. Inhalte, Objekte, Kekse. Kekse essen. Okay, damit sind wir ein bisschen gut ausgerüstet. Okay, 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 okay. Okay, wo ist der Bastard? Dieser Bastardo. Okay, jetzt komm. Gewonnen. Ich habe den Kampf gewonnen. Weiter so, Roxas. Du hast sie alle ausgeschaltet. Du hast alle Monster besiegt. Metallisieren erhalten 4 Onyx-Rüstung. Onyx... Okay, Onyx-Rüstung. Was ist das denn? Onyx-Rüstung. Inhalt. Tafeln. Zubehör. Onyx-Rüstung. Was ist das denn? Das muss ich jetzt mal ganz schnell nachgucken. Ah, da ist sie, ja. Onyx-Rüstung. Wie viel hat sie? Verbesserte Heilwirkung. Steigert Attacke. Okay, die werde ich auch noch machen. Okay. Oh nein. Raus. Also, wir sind jetzt in der Stadt, Rohan. Also, bis gleich. Okay, wir sind in der Stadt. Okay, okay, okay. Es geht einfach mal weiter. Das ja... Ah, du bist das. Roxas, wie hast du... Bist aus der Wüste zurückgekehrt? Ahahaha, unglaublich. Dann warst du also gerissener als die Wüstenhexe Olli. Roxas, ich muss mich bei dir entschuldigen. Olli hat mir geholfen, ein Auge auf dich zu haben. Sie drohte damit, meine Großmutter zu töten, falls ich nicht gehorche, aber also ist es ihretwegen, dass wir in die Wüste verschleppt wurden. Ich dachte, die Vergangenheit wäre hinter mir, aber sie verfolgt mich immer noch. Ich habe dieses Leben gehasst, bis ich dich kennengelernt habe. Du widersprichst all meinen Weissagungen, meine Fallen, Ollis Plan, du hast sie alle verreitet. Kann dich einfach nicht besiegen. Natürlich nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Aber ich möchte dir die Wahrheit sagen. Es tut mir leid. Ja. Mir die Anhänger mal geben. Was? Das ist von meiner Großmutter. Was? Großmutter versucht, Olli zu aufzuhalten? Oh, Roxas, danke. Ich werde jetzt weiter darüber nachdenken, was ich zu tun habe. Bis zum nächsten Mal, Roxas. Beim Turnier. Boah, was ist denn das? Was ist denn los? Viel Erdbeben in der letzten Zeit. Und davor habe ich einen Schwarm riesiger Heuschrecken am Himmel gesehen. Ein wahrhaft schlechtes Omen. Roxas, hey! Wie geht's, Fist, du alte perverse Sau? Das Beben hat mich ganz schön erschreckt. Ich dachte, die Welt geht unter. Das ist aber ein sehr schlechtes Omen, so kurz vor dem Turnier. Was für ein Turnier? Wie, du scheinst nicht zu wissen, was das alles soll? Stimmt ja, das ist ja dein erstes Mal. Das Turnier ist ein Test der Fertigkeiten und findet alle 10 Jahre statt. Teilnehmer aus aller Welt kommen für dieses Ereignis hierher. Es sind nur 6 Tage. Wenn du Interesse hast, rede mit dem Bürgermeister Georg in der Arena. Ein kurzes Nickerchen zu Hause und schon vergeht die Zeit wie im Flug. Aber es sind nur noch 6 Tage. Nutze deine Zeit, um mit den Menschen zu reden und Geschenke zu verteilen. Versuche dich mit ihnen anzufreunden. Aber überprüfe zuerst, was die Leute mögen oder nicht mögen, bevor du ihnen ein Geschenk machst. Jetzt liegt es an dir, bei jedem einen guten Eindruck zu hinterlassen. Mit ein bisschen Glück findest du noch von dem Turnier einen Liebespartner. Das wird dein Blut in Wallung versetzen. Ho, ho, ho. Ja, ich kriege davon einen Steifen. Okay. Wir sind jetzt bei der Haut. Shio. Anfa. Was macht der denn hier? Das ist also deine Stadt, Roxas. Oh, Anfa ist hier. Sehr, sehr cool. Warte, was kann ich noch alles machen? Warte, wo ist Anfa jetzt? Hier ist er nicht. Ich glaube, er ist in der Geisterhaus da hinten irgendwo. Bist du da drin? Hier ist er wohl nicht. Okay. Okay, was gab's da noch? Irgendwie ein Arena-Kampf? Ah, das Anfa. Reden. Ja. Sprich nicht mit mir. Sprich mit ihm. Versuche weiter zu sprechen. Du lässt einfach nicht locker. Aber hartnäckig zu sein nützt nichts. Ich bin herzlos, genauso wie der Wüstenwind. Jeder, der näher kommt, schlitze ich auf. Ich kämpfe mit meinem Schwert bis ans Ende. Mit mir zu sprechen ist Zeitverschwendung. Nein.
Mach, was du willst. Reden. Ja, okay. Wir sind ja Freunde. Okay. Was gibt's bei ihm noch? Kaufen. Ich habe hier gerade so viele Juwelen übrig. Wartet. Okay, es geht weiter. Ihr bietet. Okay, ich habe es jetzt auch kapiert. Warte, jetzt gehen wir zu Kamui und fragen ihn mal mit den Blumen. Sieht aber gut aus, ich weiß. Sieht immer gut aus. Jetzt schnell, was heißt das? Sturmschnuppe, sie bedeutet Intelligenz. Ja, hab ich noch. Silberatzel, ja, okay. Ja, hab ich noch, schneller. Ich habe auch nicht alle Zeit der Welt hier. Eisenorchidee, sie bedeutet Selbstliebe. Selbstliebe, okay. Und was heißt die denn? Lingalum, sie bedeutet Restzeit, eine hübsche Blume. Habe ich noch eine? Ja. Die hier, Jaja-Blume. Okay, Jaja-Blume, ist klar. Okay, ich habe gar nichts mehr. Ja, ich weiß. Vielleicht hilft es dir. Meisterschärpe. Okay, ich kriege Sachen davon, welche ich jedes Mal Blumen zeige und so. Okay. Merke ich mir. Und hier ist das Turnier mit dem König. Ja, der König. Wie schön, dass du gekommen bist. Wir öffnen nun den Heiliger König-Pokal der Entscheidung. Du nimmst doch daran teil, oder? Das ist das Turnier, bei dem der Heilige König Zenoride 3 gekrönt wurde. Es ist Tradition, dass die Königsfamilie an diesem Turnier teilnimmt. Okay, der König. Dorothea. Und willst du es mal versuchen? Ja. Ich werde deren Fresse so polieren. Richtig so. Dann lass uns anfangen. Meine Damen und Herren, der Heilige König Pokal der Entscheidung wird jetzt beginnen. Nun will ich unsere Teilnehmer vorstellen. Ja, was macht aber diese Elfe hier? Meine reizende Tochter ist Sylphie. Menschen sind wir nicht so gewachsen. Prinzessin von Kalila, es wird Zeit, dass ich zeige, was ich kann. Und seine königliche Hoheit, der Heilige König Zenobat. Okay, es geht weiter. Ich bin der König Zenobat, ein gerechter und gütiger Herrscher. Sah man ja, als er uns ins Gefängnis gesteckt hat, und schließlich Roxas. Sind alle bereit, beginnt die himmlische Abrechnung. Okay, jetzt beginnt's. Jetzt beginnt das Massaker. So. Komm jetzt zu mir. Fick dich ins Knie, Dorothea. Komm, das will ich noch in diesem Video noch schaffen, bitte. So. Oh, das dauert etwas zu lange. Okay, ein Punkt, ja. Ja, ein Punkt. Ein Punkt von Roxas. Okay, okay. Jetzt kommt zu Selfie. Und jetzt zu mir. Ja, ein Punkt für Gautam, yeah. Ein Punkt für Gautam, yeah. Yeah. Yeah, ich habe gewonnen. So. Bitte lass es fallen, Mann. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen gegen den König der Prinzessin. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Meine Güte, und gewonnen hat Roxas. Mit dem ersten Versuch, der Heilige König Pokal gewinnt Roxas. Wahrlich unbetroffen bei der himmlischen Abstimmung. Herzlichen Glückwunsch. Katzenohren. Super, danke schön. Was soll ich jetzt damit anfangen? Wie konnte ich nur verlieren? Das muss irgendein Fehler sein. Seit Zenoides Zeiten gibt es in der Königsfamilie nur schlechte Verlierer. Eine weitere Runde Applaus für den Sieger von Roxas. Oh, danke, danke, danke. Und damit ist unser heutiger Wettkampf beendet. Bis zum nächsten Mal. Okay. Das war's jetzt von mir sozusagen. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr mit Georg sprechen und noch ein paar andere Sachen machen, die ich noch vorhabe. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.